Herzlich willkommen zu einer Fabrikate im Marsch. Wir werden jetzt starten mit fahren das mit dem LKW mit dem Anhänger zurück. Wir holen uns einen Holzanhänger. Oh, da läuft ja noch. Oh, böse CO2, böse CO2. Wir fahren jetzt zurück und ja, und holen uns den Holzanhänger und fahren schon mal Holz zum Sägewerk. Ja, Tank ist noch recht gut voll, geht noch. Ja, so ist nichts weiter passiert, ne? Wir haben den Holz gefällt. Wir müssten noch eigentlich irgendwann mal. Wir fahren an der Bega vorbei, mal schauen, wie weit die Silage ist. Könnte schon sein, dass die gut ist. Dann können wir gleich mal einen Schwung in die BGH werfen, ne? Schauen wir mal. Wenn noch einige mit Gras bei sind, dann lassen wir die Finger von, weil dann könnte es sein, dass wir die irgendwie nicht so. Da ist die Silage. Da auch. Da auch. Die Silage ist gut. Sollte vorne auch die Silage sein. Ja, 4000. Objekt zu schwer, das ist mir klar. Starke Bau habe ich nicht, Silage. Das sollte passen. Silage. So. Die guten Stöcke hier. Silage. Die weißen sind 6000, aha. Also es gibt ja auch größere Ballenpressen, die einen Umfang von 1,80 Meter haben. Vor den Rad so was. Die Konkurrenz bestimmt auch. Das sind aber wirklich Ballen für die großen Unternehmer. So. Keine Ahnung, was die kosten, aber das wird nicht billig sein, sag ich mal so. Aber wer das braucht und die Fläche hat, ist sicherlich lohnt, ne? So, dann hauen wir gleich rein. Sind wir so frei. Den Schlachter verdienen. Jetzt wollte ich mal ganz kurz leer machen. Weil werden die anderen hinstellen auf die Fläche, dann geht das automatisch rein. Das ist der Vorteil bei Ballen. So, häng mal auf, laden mal auf. Typisch. Ich sag mal urlaubsreif. Mittlerweile habe ich wieder Hunger. Das ist Abendbrotzeit. Oh, aber gut. Später warten, ne? Wo ist er? So. Jetzt kann er die aller Ruhe zugreifen. Ob ich noch einen raufkriege? Probiere ich mal. Das macht der, klappt der ab und zu mal, ne? Hat man ab und zu mal doppelt packt. Baum im Turm. So, aufladen, genau. Ich meine, das mit Autolot ist ja nicht realistisch. Aber wenn man das alles mit einem Radlader machen würde, na, ich weiß ja nicht. Man müsste das eigentlich machen. Dann sind der Preis von 900 auch gerechtfertigt, aber den haben wir ja nicht. Wir haben hier ein bisschen weniger. Sie haben zu. Ach so.
Muss ich mal eine Aufnahme lesen, was da steht. Von Steam. Freundesliste. Das kann ich gar nicht jetzt mal so vorsichtig. Oder war das hier von YouTube? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Noch nicht aufgefallen. Das ist auch so klein. Kann man kaum lesen. So, da sind wir wieder. Ein paar genommen. So, genau parallel. So. Auch Landung muss beenden und dann einmal B drücken und Z. Ja, hat er nicht aufgeladen? Nicht übereinander. Bleib stehen. Na gut. Beim nächsten Mal fahren wir bei und fahren und legen wieder ein paar hin. Müssen wir noch eigentlich noch einen Ballen wagen, ein paar Ballen in die zur Silage machen lassen, ne? Oder hier Mais. Ha, Mais, genau. Da haben wir noch was vor am Sonntag. Ein riesiger Silo ist noch nicht voll. Wenn ihr gesehen habt. Es geht weiter. Ja, soll alle so. Also. Das Feld ist groß. Könnt ihr auch warten und Körnermais machen, ne? Also rechtzeitig melden, wer Körnermais haben will und sofort melden. Bis dahin geht's noch. Wohl, naja, die Folge nicht mehr. Weil, wenn die Aufnahme kommt, dann ist die andere schon fertig. Ja, ich hab gesagt, machen wir Silage so viel. Ich muss aber nachher mal Geld verdienen. Und da ist es aktuell so, dass ich nichts an der Kante habe. Auch nicht mehr Schulden aufnehmen kann, geht da auch nicht mehr. Bisschen verkalkuliert. Aber wir haben hier jetzt mit den Touring-Karte auch die mit Düngemissionen. Dann machen wir 4-5 Stück, die ganz großen. Das machen die automatisch, das ist ja kein Problem. Da einfach hinfahren und dann hinfahren lassen im Prinzip. Und dann fahren die ihre Strecke ab. Und wir können weiterhin in aller Ruhe unsere BGH füllen. Quatsch, BGH schon, aber den Silo. Muss ich mal was probieren mit Crossplay, dass das ein bisschen besser klappt. Mit Entladen vor allen Dingen. Dann muss ich halt so fahren wie eingestellt. Das heißt, langsamer über die BGH fahren. Also ziemlich ganz, ganz langsam. Dass er im Prinzip die ganze Masse dort ablädt. So, ich habe noch einen zweiten LKW, aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Weil dann könnte ich ihn stehen lassen. Weil die scheinen ja irgendwann sowieso bald nach. Die müssen wir durchzappen. So. Z. Ja. Schauen wir mal, wo der ist. Der rote. Da ist ungünstig. Auch ungünstig. Okay. Garage. Ja, gut ist gut. Können wir ein bisschen verkaufen hier. Aber nicht einsteigen. Schlecht. Durchzappen. Mähdrescher. Traktor. Schweinefutter, das ist ein PKW, ne? Ja, PKW. Hoi! Das ist er! Der war voll! Da waren wir stehen geblieben. Mal schauen, ob wir alles reinkriegen, und wenn nicht,
Machen wir Deckel zu. Jetzt schauen wir mal, wie viel drin ist überhaupt. An sie, an Mischfutter. Laut Berechnung an 1 Million pro Jahr. Wir haben zurzeit 15.000. Und wir haben noch Silage. Wird noch mal rauskommen. Ja, die wird ein bisschen mitarbeiten. Also wir kommen eine Weile hin. Denn dann können wir die Silage komplett verkaufen. Ja, an BGH. Und dann werden wir sehen, dass wir noch Notfall-Silage machen. Wir haben noch die Wiesen. Also die 44 ist glaube ich noch. Die muss noch reif werden und wachsen. Und wachsen überhaupt. Und die 36 ist reif, aber die kann noch gerne eine Stufe weiter wachsen. So. Dann nehmen wir den hier. Das wäre nämlich ganz klug, denn nachher müssen wir noch ein bisschen ein paar Balen reinkippen in die BGH. Und dann kann der andere LKW wieder umstehen bleiben. Die andere BGH hat ein bisschen mehr zu liegen. Und dann wieder springen. Geld kriegen wir dann entsprechend ausgezahlt am nächsten Tag. Also 0 Uhr. Müssten wir heute noch erreichen. Heute am Freitag, wo ich aufnehme. Wenn ich heute die letzten Folgen aufnehmen werde, mal sehen. Kann natürlich sein, dass ich sage, okay, naja, nach 10 Folgen mag nicht mehr. Dann kann ich ja morgen immer noch die 4 Folgen aufnehmen. Bin da flexibel. Nur die Touring-Karte muss ich eigentlich die, also muss ich die 14 Folgen am Sonntag aufnehmen. Eigentlich mehr, weil am 4. Advent würde ich eigentlich fahren. Weil Sonntag hast du nämlich keinen LKWs, das fährt ziemlich angenehm. Und auch keine Tagesbaustellen, das ist ja in der Woche. Kann natürlich auch sein, dass die Tagesbaustellen hast, obwohl jetzt zu Weihnachten eh unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nie, ne? Und Pendler müssten auch keine mehr sehen erfahren. Müssten die meisten werden Urlaub haben. Also die Baufirmen machen eigentlich rechtzeitig dicht, dass die dann Weihnachten ihre Urlaub haben. Aber man weiß nie, ne? Deswegen besser man fährt Sonntag. Ja, nur noch 10 Folgen, mit der Folge sind 11 pro Folge, pro 3 Folgen ungefähr eine Stunde pauschal. Ja, da kann man sich ausmalen, wenn ich noch eine Pause mache, was esse, ja, dann gehen wir zusammen, ne? Aber mal sehen, wie wir heute fertig kriegen. Wir haben ja noch einen Tag, Samstag. Morgen wollte ich zum Friseur, aber meine Haare sind zu lang. Bevor ich hier nach Haus fahre, wollte ich eigentlich Base aufladen. Ne? So ein langer Hölzer, das ist gut. Da schaffen wir viel Holz, einmal fahren. Genau, Vogel, hast recht. Leg mal ein Lied. Hauptsache ich höre die Musik, ne? Jetzt hier ein bisschen Ton und lauter gemacht. Weil in der ersten Folge war die Musik schwer zu hören. Das war mal verrückt. Aber denkt man, oh, das ist aber laut. Und dann nachher leise.
Ja. Den Vorstand auch mal aus der Klacht zu hacken, ne? Machen wir daraus Holz. Ja, da muss ich mal so vorstellen, wie das wäre, wenn man komplett allein irgendwo wäre. Ich meine, nicht da wegen Zombies, gerade nicht mal wegen auch Raubtiere, ne? Den einmal wieder abwerfen. Also für die Großen müssen wir eigentlich ja, ein bisschen geht auch auf. In die Umfalle, ne? gut, das ist ja voll. Immer aus, aufladen, ausschalten. Aber im Grunde könnte ich es mir ersparen. Ich fahre eh jetzt. Ey, schon wieder die Zeit um. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Wir machen gleich weiter in der nächsten Folge. Oh, ach so. Noch einen schönen Advent ist doch Blödsinn, das ist Dienstag. Mittwoch auf morgen. Also die kommt die Aufnahme. Die zweite, die nächste kommt. Tschüss.